von Hosi Rosies. Ich bin der Sven und ich bin ab heute alle zwei Wochen samstags hier auf dem Kanal. Ich freue mich sehr darauf, da ich das Projekt super finde. Das ist einfach das Medium YouTube ist so groß, man erreicht so viele Leute da draußen. Ich habe auch schon in schwulen Jugendgruppen gearbeitet und beim Schlauchprojekt hier in Rheinland-Pfalz und muss sagen, man erreicht viele Leute, aber durch YouTube erreicht man halt die ganze Welt fast. Und deshalb war mir es ein Anliegen, mich hier bei den Nosy Roses zu bewerben und siehe da, ich wurde genommen und sitze hier. Ja. Ich bin der Sven, das könnt ihr euch jetzt mittlerweile denken, haben ja schon einige hier gesagt. Bin 23, komme aus dem schönen Mainz, bin ein bisschen aufgeregt, weil es mein erstes Video ist, ob ich alles richtig mache oder ob ich verurteilt werde. Und ja, ich bin in der Ausbildung zum Krankenpfleger, mache jetzt demnächst meine Abschlussprüfung im März und hoffe, dass ich diese bestehe. Ja, gehe gerne auf Partys, höre viel Musik, hab mal ein bisschen als DJ gearbeitet. Oh ja, ich male sehr gerne. Malen ist auch noch so wirklich ein großes Hobby von mir. Und ich sammle Hirsche. Also ich bin verrückt nach Hirschen und allen Waldtieren sowieso. Waldtiere sind für mich das Allergrößte. Ich sehe irgendwie ein Eichhörnchen über die Straße rennen und könnte da einfach starren und probieren, es einzufangen. Aber das passiert leider nicht so oft. Ja. Falls ihr irgendwie Fragen habt zu mir, zu dem, was ich so mache, oder, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich werde das wie die Sarah machen und suche mir dann die schönsten Fragen raus. Beantworte in jedem Video zwei Fragen von euch, da ich ja nur alle zwei Wochen da bin. Und hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder mit dabei. Und jetzt fangen wir mal an. Fangen wir doch auch direkt an mit dem ersten Thema. Das erste Thema ist, was tut man, wenn jemand auf einen zukommt und sagt, ich bin schwul oder lesbisch, obwohl die Person noch überhaupt gar keine Erfahrung mit dem gleichen Geschlecht gesammelt hat? Meiner Meinung nach ist es einfach ein Gefühl in einem, dass man relativ sicher sein kann, ob man jetzt hetero oder homo ist. Und dieses Gefühl ist halt einfach da. Es wird ja auch niemand auf die Idee kommen, bei jemandem, der hetero ist, zu sagen, hier, pass auf, du hast noch gar keine Erfahrung mit einem Mädchen gehabt. Wieso bist du denn sicher, dass du nicht schwul bist? Und deshalb denke ich auch, die heterosexuellen Menschen wissen, sie sind hetero, deshalb wissen auch die homosexuellen Menschen, dass sie homosexuell sind. Klar ist momentan irgendwie so eine große Homo-Welle ausgebrochen, wo jeder denkt, es ist cool, schwul oder lesbisch zu sein. Und man gibt sich einfach ein bisschen so. Man geht auf Partys, hat da gewisse Kreise, in denen man sich bewegt. Aber dann ist es vielleicht doch nur eine Phase, die vielleicht auch von der Pubertät her mitspielt. Also das gibt es natürlich auch und da muss man dann halt einfach sagen, ja, das war bei der Person eine Phase und mal gucken, wie sie es entwickelt. Wenn mich die Leute fragen, was man denn machen kann, um irgendwie in dieses ganze Thema reinzufinden, gebe ich immer den Ratschlag, guck auf Partys, geh irgendwo hin, geh zum schwulen Jugendtreff, geh zur Coming-out-Beratung oder. Es gibt ja wirklich viele Angebote mittlerweile, wo man sich da einfach ein bisschen schlau machen kann und dann auch gegebenenfalls Erfahrung sammeln kann. Das ist halt wirklich immer ein guter Tipp, den ich gerne auch gebe und den sich viele Leute bis jetzt sehr zu Herzen genommen haben. Ja, also so viel zu dem Thema. Nochmal abschließend sagen, man weiß einfach, ob man schwul oder lesbisch ist. Mein zweites Thema heute ist, was kann man tun, wenn die sexuelle Orientierung nicht akzeptiert wird? Es war für mich ein schweres Thema, da ich selbst nie in so eine Situation gekommen bin und habe mir deshalb viel Hilfe aus dem Freundeskreis und Bekanntenkreis geholt.
mich einfach mal umgehorcht, wie das bei den anderen Leuten so alles abgelaufen ist. Also bei vielen Freunden lief es sehr gut ab, sie wurden nicht abgelehnt. Bei vielen anderen waren halt die Eltern erstmal überrascht, was man den Eltern auch gut zugestehen sollte, dass sie überrascht sind, wenn man sich outet. Aber viele andere Eltern haben es halt auch als Phase abgetan oder wollten es nicht wahrhaben und haben es geleugnet. In der Coming-out-Phase ist es sehr schwer abzuschätzen, was jetzt das Gegenüber empfindet nach dem Outing. Wenn man merkt, man stößt auf Ablehnung, sollte man viel darüber reden, also dieses ganze Thema sehr stark kommunizieren, weil es geht hier nicht um eine Laune, es geht einfach um das gesamte Leben. Es ist einfach die Art, wie man sein Leben verbringen wird. Und deshalb ist es wichtig, darüber zu reden. Es kann auch von Vorteil sein, wenn man sich vielleicht Hilfe von außerhalb holt. Bei verschiedenen Familienanbietern gibt es ja, oder man nimmt Kontakt auf zu einer schwul-lesbischen Jugendgruppe oder im schwul-lesbischen Begegnungszentrum der jeweiligen Stadt gibt es ja auch da einige Hilfen. Trotz Reaktionen oder sonstiges ist wirklich hier fehl am Platz. Man muss einfach die Stärke beweisen und viel darüber reden, über dieses Thema. Und irgendwann schafft man es dann vielleicht, dass die Person, die es abgelehnt hat, es toleriert. Und wenn man weiter daran arbeitet und zeigt, dass man ganz normal ist und kein Freak, wie das noch in manchen Köpfen ist, schafft man es auch vielleicht, dass es akzeptiert wird. Und die Akzeptanz finde ich bei solchen Dingen einfach wichtiger als einfach nur eine Toleranz. Tolerieren kann man viel, akzeptieren nicht so viel. Also, egal was ihr macht, redet darüber, macht euren Standpunkt klar und gegebenenfalls holt ihr euch Hilfe. So viel zu diesem Thema. So, ihr Lieben, das war's. Wir sehen uns wieder in 2 Wochen. Ich freue mich über die Kommentare, die Kritik, alles Weitere. Ich freue mich auf euch. Bis bald. Tschö! Nee, so kann ich das nicht lassen.